Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Heute haben wir was Besonderes vor. Und zwar habe ich hier noch eine Probe der alten Nuklear Edition. Die aktuelle Edition ist ja die Nuke Edition, das hat sich vor einiger Zeit geändert. Und im heutigen Video wollen wir herausfinden, ob die beiden Flavor unterschiedlich schmecken oder ob wir hier einfach nur einen Rebranding haben. Und zwar habe ich hier in einem Shaker schon fertig die Nuke Edition, die ist gerade vom Video noch übergeblieben. Und hier habe ich dann auch noch in einer Probe die Nuklear Edition. Das ist praktisch die Version, wie sie vor diesem Rebranding verkauft wurde und ob die so anders schmeckt, also weiß ich nicht. Hier steht auch blaue Himbeere Limette drauf, denselben Schriftzug finden wir hier auch, nur halt auf Englisch Blue Raspberry Lime. Auch die ist natürlich noch haltbar. Das ist die Version, die bei diesen Proben-Samples irgendwie immer dabei ist. Es kann auch einfach nur sein, dass die anders bedruckt wurde, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das die alte ist, weil die ja auch unendlich lange haltbar sind. Ich kann ja mal hier unten drauf gucken. Die Dose hier wäre zum Beispiel noch bis zum 10.2023 haltbar. Und dementsprechend, wenn das hier Ende des Jahres abläuft, denke ich, dass die auch schon etwas älter ist. Ich würde sagen, wir können ja einmal kurz auf die Zutatenliste gucken, ob hier irgendwas anders ist. Genau, dann können wir das einmal kurz abgleichen. Hier haben wir als erstes hier drin Dextrose, das ist ein Zucker, den haben wir hier auch als erstes. Danach kommt Säurungsmittel, das ist richtig, das haben wir hier auch. Dann kommt hier Zitrussäure, L-Cyrosin und Inulin, das haben wir ähnlich, aber nicht gleich. Hier haben wir Zitrussäure, Apfelsäure, Weinsäure. Kann natürlich auch sein, dass es hier anders ausgeschrieben ist. Das würde ich sagen, ist aber erstmal ein Unterschied. Wenn das nicht stimmt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier, Aroma enthält Laktose. Das ist hier nicht so. Also hier steht Aroma, nicht der Laktosehinweis dahinter. Vor dem Aroma haben wir hier drin noch Koffein und Taurin. Das ist hier nicht so. Hier haben wir erst Aroma, dann Taurin und dann Koffein. Das heißt, hier ist mehr Aroma als Taurin und Koffein drin. Das ist hier nicht so. Hier ist mehr Koffein und Taurin drin. Dann haben wir hier Säurungsmittel und ganz viele lustige E's und Grünteeextraktpulver. Ja, hier haben wir auch Grünteeextrakt, aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall hier drin, die da drin nicht drin sind und andersrum. Dementsprechend schauen wir mal, ob das anders schmeckt. Deshalb hole ich mal eben schnell den Shaker. So, auch in dem Shaker hier typisches Setup, also 500 Milliliter Wasser und 6 Eiswürfel, die sind hier auch schon drin. Hier ist jetzt natürlich schon so ein bisschen was runtergetrunken, aber das stört uns, glaube ich, das Weitere nicht. Auch in beiden haben wir wieder 250 Milligramm Koffein. Das hatte ich gerade in meinem Nuke-Video falsch gesagt. Das sind nicht 240, es sind 250 Milligramm Koffein. Das ist schon echt eine ungesunde Menge. Und ja, ich weiß, ihr lacht euch gerade ins Fäustchen und sagt euch so insgeheim, hahaha, und der Depp trinkt zwei davon. Ja, aber ich trinke die nicht ganz. Dann sterbe ich einfach. Ist die Probe hier auch garantiert fachgemäß geöffnet? Das riecht tatsächlich ein bisschen anders. Das war Rewrap. Habe ich so fest zugemacht. Das riecht echt ein bisschen fruchtiger irgendwie. Schauen wir mal. Vielleicht sieht es ja auch einfach anders aus. Ist auf jeden Fall sehr pulverig. Das sind jetzt 8 Gramm. Das ist eine normale Level-Up-Portion, wie sie auch da drin ist. Sieht auf jeden Fall ungeshaked relativ gleich aus. Dann wir shaken das Ganze einfach mal. So, dann sind wir damit fertig. Können wir einmal... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der hier ein etwas knalligeres Grün hat. Das kann auch an minimalen Unterschieden im Mischverhältnis liegen. Also irgendwie das Gefühl, dass er hier richtig am Leuchten ist, wohingegen die normale Nuke Edition so ein bisschen trüberes Waldgrün hat, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze einfach einmal. So, einmal die Nuclear Edition. Okay. Okay, jeder, der euch erzählt, das ist das Gleiche, der lügt einfach. Also, das schmeckt richtig unterschiedlich. Ich finde es gerade echt schade, dass wir die alte Nuclear Edition nicht mehr im Sortiment haben. Das schmeckt richtig anders, weil
die New Edition ist richtig sauer. Also jetzt nicht so sauer, dass mein Gesicht verziehen würde, aber die ist halt relativ sauer. Wohingegen die alte Nuklear Edition relativ fruchtig ist. Also hier hat man das Gefühl, das Hauptaugenmerk des Geschmacks liegt auf sauer. Und das ist da absolut nicht so. Hier haben wir einen relativ runden Früchte-Flavor. Natürlich nicht so ein Fruchtsaft oder so, das möchte das Ganze auch nicht sein. Aber wir haben hier das Gefühl von einem etwas süßeren Geschmack. Also actually, das schmeckt einfach komplett anders. Also die alte Nuclear Edition schmeckt wirklich nicht so krass sauer. Die schmeckt halt wirklich nach Frucht. Dadurch, dass sie nicht so sauer ist, schmeckt sie im Insgesamt natürlich auch ein bisschen leichter. Und jetzt nicht so krass aggressiv wie die Nuke Edition. Ich finde, beide Sorten hätten auf jeden Fall eine Berechtigung im Level-Up-Sortiment zu sein. Die Nuclear Edition schmeckt definitiv anders als die Nuke. Wenn man die länger im Mund behält, schmeckt man richtig so eine richtige Limette. Es schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Kiwi. Also es soll keine Kiwi drin sein, aber es schmeckt so ein bisschen nach Limette und so leicht säuerlich wie bei so einer Kiwi. Und das hat man da halt überhaupt nicht. Da ist es wirklich auch ein richtig künstliches Sauer. Und hier ist es so ein leichteres, etwas natürlicher schmeckendes Sauer. Ja, also abschließend lässt sich einfach sagen, die Nuclear Edition schmeckt anders als die Nuke Edition. Die schmeckt nicht so krass sauer, sie schmeckt ein bisschen sanfter. Und schmeckt ein bisschen angenehmer, ein bisschen fruchtiger. Was nicht heißen soll, dass die Nuke Edition schlecht ist. Ich würde beide ungefähr auf einem Punktescore gleich ranken. Ich finde es sehr interessant, das jetzt mal ausprobiert zu haben. Also wenn ihr Nuclear Edition in einem Probenpaket oder so mitgeschickt bekommt und schon die Nuke Edition habt, verschenkt die nicht einfach oder so, weil ihr denkt, das ist das Gleiche. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, weil es doch was anderes ist. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Bock auf Booster-Tests von mir habt, dann abonniert gerne den Kanal oder auch eben solche etwas anderen Videos. Es ist noch Unmengen im Moment in Planung und ich habe richtig Bock, mit euch noch ganz viel auszuprobieren. Wenn ihr auch Bock habt und euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr sonst noch Video-Ideen oder irgendwas, was ihr loswerden wollt, rein damit in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu lesen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann bekommt ihr direkt Bescheid, wenn ein neues Video rauskommt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich habe richtig Bock. Bis dann und ciao.